Zwei Geschichten über den Tod, ein Märchen, eine wahre Geschichte. Das Märchen spielt in einer alten Zeit, in einem Land irgendwo in der Nähe von Damaskus und Medina. Und der Tonkrughersteller, oder war es der Bäcker, ich weiß gar nicht mehr so genau, schickt seinen Lehrling zum Markt. Und der Lehrling geht auf den Markt und unmissverständlich sieht er den Tod in seiner schwarzen Kutte, seiner Eieruhr, seiner Sense an ihm vorbeigehen und genau in die Richtung einschlagend zur Werkstatt des Meisters. Und er lässt alles liegen und stehen und rennt eine Abkürzung zum Meister und sagt: Meister, Meister, ich habe den Tod gesehen. Er kommt jetzt hierher. Der Meister erbleicht und fasst sich ans Herz und sagt: Ich glaube, er kommt wegen mir. Ich muss weg, ich muss fliehen. Ich muss nach Mekka. Ich übergebe dir den Laden. Du musst jetzt die ganze Verantwortung übernehmen. Du bist ab jetzt der neue Meister. Ich muss nach Mekka. Und er packt ein paar Habseligkeiten zusammen und stürzt sich in die Nacht hinaus auf sein Kamel und galoppiert gen Mekka. Der Lehrling ist heillos überfordert mit der Situation. Hebt die Hände zum Himmel und sagt: Allah, warum hast du mir das angetan? Und dann erinnert er sich, dass der Tod ja immer noch auf dem Weg hierher ist. Und er geht hinaus und auf der Hauptstraße geht er in Richtung Markt. Und tatsächlich sieht er ihn nochmal und rennt ihm entgegen. Und als der ihn ignoriert, zupft er ihm am Zipfel und sagt: Gevatter, hör mich an. Der Tod ist ganz erstaunt, dass er überhaupt gesehen werden kann von diesem jungen Mann, und dreht sich um. Was für ein talentiertes junges Wesen bist denn du, dass du mich sehen kannst? Natürlich kann ich dich sehen, jeder kann dich doch sehen. Aber was machst du mit meinem Meister jetzt, wo ich noch nicht mein erstes Lehrjahr abgeschlossen habe? Jetzt holst du ihn. Wie soll ich denn jemals meine Lehre abschließen? Und der Tod blickt ihn verwundert an und sagt: Deinen Meister, den Tonkrughersteller, oder den Bäcker, je nachdem, wie die Geschichte erzählt wird. Nein, jetzt hole ich ihn nicht. Ich hole ihn morgen in Mekka. Wobei, ich glaube, ich schließe dieses Video und mache dann das andere mit der anderen Geschichte.